Oder ganz einfach in drei Sätzen, warum lässt das überhaupt eine Existenzwahrnehmungswirklichkeit entstehen qua Bewusstsein? Und zweitens, verunwirklicht, schwächt es diese Existenzvorstellung und Daseinsvorstellung an der Horror-Terror-Grenze wieder ab und macht sie vergessen, um sie drittens vollständig wieder auszulöschen, alles erleben und erleiben, alles wirklich gemachte oder als wirklich empfundene Wahrnehmungserleben in Nachträglichkeit wieder ungeschehen zu machen.